Herzlich willkommen in der Brick City zu einem neuen Video, wobei ich mittlerweile eher sagen müsste, nicht mehr Brick City, sondern Train City. Es hat sich einiges getan. Ihr seht hier einmal den Bahnhofabschnittsbereich mit all den Gleisen. Wir sehen hier von Blue Bricks den modernen Bahnsteig. Zumindest einer davon, wie ihr seht. Davon müssen noch ein paar kommen. Wir haben jetzt insgesamt hier 6 Gleise liegen in diesem Bereich. Wobei dieses Gleis tatsächlich nicht für den Bahnhof gelten soll. Das ist einfach eine Durchfahrt für eine Schnellstrecke. Wir haben hier ein Gleis, da ein Gleis, da ein Gleis, da ein Gleis, da ein Gleis. Das heißt, wir brauchen noch dreimal den Bahnsteig. Tatsächlich ist der auch schon bei Blue Bricks bestellt und unterwegs. Ja, tatsächlich hat sich diese Woche sehr, sehr viel getan, beziehungsweise die letzten 2 Wochen. Letzte Woche habe ich es absolut nicht geschafft, ein Video zu machen. Dafür hatte ich diese Woche genügend Zeit, einmal zum Bauen und auch zum Video machen. Ihr seht auch momentan wieder einige Shorts auf dem Kanal. Da könnt ihr gerne mal reingucken, da seht ihr tatsächlich auch schon, was in diesem Update-Video kommen wird. Ja, ich habe sehr, sehr, sehr viele Schienen gebraucht. Hab da mal die Schienen des Steinchen-Shops ausprobiert, um mir mit denen wirklich zufrieden. Das heißt, wir haben jetzt hier aktuell eine bunte Mischung an Schienen. Einmal Lego, einmal Blue Bricks und einmal Steinchen-Shop. Ihr seht hier einmal noch den Mock, beziehungsweise einfach nur den veränderten Lego-Schnellzug. Die BR101 aktuell mit einem Mold King Motor drin. Die Fernsteuerung finde ich persönlich absoluten Mist. Habe jetzt aber herausgefunden, dass es für den Mold King Motor auch eine App gibt, womit ich dann auch Geschwindigkeiten besser einstellen kann, weil die Fernbedienung leider kann nur an und aus, also Vollgas oder kein Gas. Dann schwenken wir hier mal etwas rüber. Da passiert nämlich eine ganze Menge. Und zwar zum einen, ich hole sie mal her. Hier soll dann später auch die BR101 mit ran. Das ist der, wie nennen die Blue Bricks, der Passagierwagen weiß-rot. Hier ist übrigens noch ein original verpackter Nummer 3. Den muss ich heute Abend oder morgen noch bauen. Und hier haben wir schon mal zweimal den Wagen. Ist ganz schön lang. Kannst du euch gleich mal im Vergleich mit dem Regionalzug zeigen. Darf es dann 3 Wagen geben, zusammen mit der BR101. Und ich finde, der macht sich hier an dem Bahnsteig wirklich, wirklich gut. Ja, jetzt seht ihr übrigens noch einen weiteren Teil vom Bahnsteig. Den habe ich hier einfach nicht mehr hinbekommen. Das Problem ist, hier an dieser Stelle ist eine Kurve. Und ich kann euch das mal zeigen. Wenn nämlich diese Wegen in die Kurve gehen. Oh, da fällt schon wieder auf der anderen Seite was runter. Wenn diese Wegen in die Kurve gehen, schwenken die relativ stark aus, wie man hier sehen kann. Das Problem ist jetzt, wenn hier noch der letzte Teil des Bahnsteiges wäre, schleift das auf den Bahnsteig. Das soll natürlich nicht sein, deswegen habe ich den Bahnsteig bis hierhin gelegt und bis da drüben auf diese Seite. Ah, ein Gleis. Ja, ich weiß auch gerade, was runtergefallen ist. So, kommen wir einmal hier rüber. Was hat sich hier drüben getan? Und zwar habe ich an meinem Stellwerk weitergearbeitet. Ihr seht hier oben an der Wand so ein bisschen entwurfmäßig dieses originale Reiterstellwerk von Blue Bricks. An dem habe ich mich so ein bisschen orientiert. Farblich natürlich absolut nicht, weil ich finde Light Bluish Gray für ein bisschen was Moderneres cooler. Deswegen ist das hier auch in einer anderen Farbe gehalten. Das zeige ich euch jetzt gleich. Genau, das Ganze ist hier einmal Light Bluish Gray. Auch hier mit dem Mauerstein und oben sind weiße Supports. Das sind einmal das Stellwerkhäuschen, das habe ich hier aus einzelnen Fenstern gebaut. Und auf der anderen Seite, so ein bisschen, dass man durchgucken kann, andere Fenster. So. Und ich glaube, man kann es absolut nicht sehen. Dieses riesen Monster hier hinten im Eck. Die moderne Lokhalle von Blue Bricks. Fast 3000 Teile hat mich tatsächlich gar nicht mal so lange gebraucht zum Bauen.
Ich habe das in einem Abend und einem Morgen gebaut, also in einem halben Tag, was ich ganz gut finde, für so viele Teile, vor allem tausende Fenster. Tausende Fenster, also nicht tausende, aber es sind schon sehr, sehr viele Fenster. Das Ganze sind fünf Module, die habe ich aber komplett zusammengebaut, dass man das als ein Stück hochheben kann. Das Ganze steht auch nur auf ein paar Jumper Blades, damit, wenn ich das Teil mal woanders hinpacken will, es auch hochheben kann und woanders hinpacken und nicht auf 15.000 Noppen steht. Das Ganze ist auch relativ groß, also es sind gut 2,5 Baseplates von den 25er Baseplates. Das ist 25 cm, das heißt 32 Noppen Baseplates. Ja, und ich denke mal, das ist hier eine relativ coole Ergänzung. Das heißt, wir haben dann hier die ganzen Bahnsteige. Hier vorne, ich will nicht zu weit rüber filmen, das kommt dann nächste Woche, was hier hinten sich verändern wird. Aber da, wo jetzt der Karton vom Steinchen-Shop ist, wird auf einer Erhöhung, also ähnlich wie hier beim Stellwerk, eine Erhöhung der Bahnhof stehen und dann sind hier die einzelnen Gleise und Bahnsteige mit so einer kleinen Treppe dann wahrscheinlich runter. Ja, und das hier wird dann so ein bisschen der Bahnbereich sein. Das heißt, wir haben hier unseren Lokschuppen, wir haben unsere Lokhalle, da können wir dann auch beidseitig reinfahren. Und hier wird dann einfach drei Abstellgleise sein. Relativ easy mit so einer kleinen Verladestation wahrscheinlich. Aber das plane ich gerade noch. Hier vorne seht ihr, das habe ich heute gebaut, eine kleine Brücke für die Schnellfahrstrecke, die sich dann einmal rundherum ziehen wird. Ja, dann zeige ich euch einmal schon den Vergleich mit dem Regionalzug. So, hier vorne haben wir den Passagierwagen Weiß-Rot zweimal. Und da kommt auch schon der Regionalzug angefahren. Und ihr seht, es ist ein relativ starker Größenunterschied. Ich stelle die jetzt mal genau gleich hin. Dann sehen wir hier einmal, der Zugteil endet hier und hier haben wir gute 6 Noppen nochmal länger. Dafür ist auch nochmal eine Erweiterung bestellt, dass wir dann zweimal den Waggon und einmal den Steuerwagen haben. Und hier werden wir dreimal den Waggon und vielleicht noch einmal den Steuerwagen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ist doch schon mal ein ganz schöner Unterschied, wie groß hier tatsächlich dann doch die Version ist. Das sind alles 6W-Züge. Ich finde, das passt schon ganz gut hier rein. So, und damit möchte ich mich für heute einmal von euch verabschieden. Der Regio fährt auch schon wieder zurück in die Lokhalle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne auch Kritik, wenn euch was nicht gefallen hat, in die Kommentare. Wenn ihr noch andere Ideen oder Wünsche habt, gerne her damit. Ansonsten würde ich mich über ein Abo von euch freuen und wenn ihr die Möglichkeit habt, das Video zu teilen, natürlich auch dies gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.